Herzlich willkommen bei unserem Webinar Team Hacks für digitale Kompetenz oder wie Sie mit Teams auf dem Weg zu einem produktiveren Arbeiten kommen. Wir würden uns gerne kurz vorstellen, mein Kollege Alex Thiemer und ich. Vielleicht Alex, ein paar Worte von deiner Seite. Ja, ganz gerne. Mein Name ist Alexander Thiemer. Ich bin seit 13 Jahren bei der Firma Infoman. Seit mehreren Jahren im Bereich Change and Adoption tätig, um ihren Mitarbeitern dabei zu helfen, die notwendige Veränderung und die notwendige Kompetenz zu erreichen und die neue Welt, die neuen Tools auch effektiv und produktiv nutzen zu können. Danke. Ja, auch ich bin seit mehreren Jahren in diesem Thema neue Arbeiten, neues digitales Arbeiten unterwegs. Jetzt seit 2 Jahren als Change and Adoption Consultant bei der Infoman. Und uns bewegt, was uns, Alex und mich, bewegt, ist, Sie, die Anwender, zu begleiten und zu unterstützen, wie Sie wirklich das Beste aus der neuen Technologie machen und wirklich damit produktiver arbeiten können. Und das ist auch heute so unsere zentrale Kernfrage. Wie gelingt eine neue, produktivere Art zu arbeiten? Durch den Coronavirus haben wir ja alle erlebt, dass das digitale Arbeiten plötzlich einen nie dagewesenen Hype erfahren hat. Über Nacht sind alle bedingt durch das Homeoffice oder Homeschooling, sind Millionen von Anwendern, Arbeitnehmern, aber auch Schüler in das digitale Arbeiten eingestiegen und haben erfahren, was es bedeutet, die zuvor oft beruflich geschmähten digitalen Werkzeuge zu nutzen und willkommen zu heißen. Das digitale Arbeiten ist sozusagen über Nacht quasi en vogue geworden. Die Nutzungszahlen von Teams und anderen digitalen Werkzeugen sind ins Exponentielle geschossen und die Begeisterung ist groß. Und wer kennt eben nicht dieses Slide, das quasi, wer treibt die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen? Ja, es ist eben der Covid-19-Virus wohl letztendlich gewesen. Doch die Frage bleibt, wie nachhaltig und wie effektiv, wie produktiv ist dieses neue Arbeiten? Hat es wirklich diesen Produktivitätsboost, den wir uns schon alle seit Jahren versprechen und erhoffen? Fand denn auch nun wirklich jetzt ein Umdenken statt in der Art, wie wir zusammenarbeiten und kommunizieren? Oder haben wir letztendlich nicht einfach unsere analogen Praktiken und Besprechungskulturen in die neue Welt, in die neue digitale Welt transformiert? Und wenn man genauer hinschaut, wird schnell klar, dass nicht wirklich ein Redesign des Arbeitens stattgefunden hat. Wie soll es das auch in so kurzer Zeit? Leider ist oft sogar das Gegenteil der Fall. Und manchmal merken wir das jetzt noch viel stärker, wo viel mehr Menschen und Mitarbeiter online sind. Und gerade auch so Themen wie dieses Thema Hyper-Responsiveness, also der Druck, auf alles und sofort reagieren zu müssen, ist enorm gewachsen. Wer kennt das nicht? Aber auch an die Teilnahme an Online-Meetings hat extrem zugenommen, ohne sich zu hinterfragen, habe ich dort wirklich einen Beitrag? Habe ich einen aktiven Part? Und ist das jetzt nun neu? Nicht wirklich, weil schaut man mal, Microsoft hat vor 2 Jahren eine Umfrage gemacht und mal analysiert und geschaut bei den sogenannten Information Workern, also der Zielgruppe in einem Unternehmen, die schon lange mit dem neuen Arbeiten beschäftigt ist oder deren zentrales Arbeitsumfeld das tägliche Arbeitsumfeld ist. Und dort sind die Herausforderungen nach wie vor auch schon immer noch dieselben. Nämlich zum Beispiel eine der ganz großen Herausforderungen ist immer noch das Thema, wie viel Zeit brauche ich eigentlich so meiner täglichen Arbeitszeit, um die Informationen, die ich für meine Arbeit brauche, wirklich zur Verfügung zu haben, also aufzuspüren. Also es braucht viel Zeit, diese Informationen aufzuspüren. Auch eine andere, nicht ganz unbekannte Thematik: Wie viel Arbeitszeit geht täglich drauf,
um sozusagen auch unsere E-Mails, unsere Postfächer zu verwalten, unsere E-Mails abzuarbeiten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Prinzip so die Hälfte unserer Arbeitszeit damit verbringen, dass wir überhaupt unsere Arbeit managen. Und unseren Managern, den Managern geht es nicht anders. Ich würde sagen, für sie ist es eine Riesenherausforderung, heute in all diesen zur Verfügung stehenden Informationen wirklich up-to-date zu bleiben, trotzdem up-to-date zu bleiben. Neu ist vielleicht, dass bisher vielleicht nur eine kleine Zielgruppe, eben die Information Worker, davon überwiegend betroffen waren. Neu ist jetzt natürlich das, wo jetzt alle, fast alle Mitarbeiter online gehen, sich das natürlich auch auf die anderen auswirken könnte. Und daher erlauben Sie mir einmal provokant zu formulieren, ob Microsoft Teams nun wirklich Segen oder vielleicht sogar auch Fluch ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Anwender schnell begeistert sind, wenn sie anfangen, mit Teams zu arbeiten. Es ist auch total trendy im Moment, ja, und innovativ, ja, möglichst mit vielen schönen Hintergrundbildern, das sehen Sie auch bei uns, sich darzustellen, ja, die Hände zu heben, zu taggen, zu Menschen, Videokonferenzen zu machen, Teams anzulegen, Kanäle anzulegen, Teams schießen wie Pilze aus dem Boden, Kanäle, auch die immer mehr wären besser als weniger, alles mal auf Vorrat anlegen und so poppen Kanalbenachrichtigungen hoch, da wird was eingeblendet, da was ausgeblendet und vieles mehr. Irgendwann stellt dann der Anwender fest, jetzt wird es unübersichtlich. Und dann wird es natürlich wieder ungemütlich. Spätestens dann, wenn unter Kollegen die Frage aufkommt, na, in wie vielen Teams bist du denn jetzt Mitglied? Und die Antworten so gehen, ja, mindestens 25 oder mehr, dann sollten die Alarmglocken hochgehen. Dann ist es wirklich die Frage, kann ich denn jetzt noch arbeiten? Ja, wie soll ich noch meine Arbeit erledigen, wenn ich das alles lesen muss, überall teilhaben soll? Und dann spätestens lässt die anfängliche Euphorie nach und auch die Motivation nach. Und wir haben das, was wir alle jetzt schon erleben, wieder klassisch Informationsüberflut. Jetzt kommt halt noch eine weitere Anwendung, die uns mit Benachrichtigungen und Informationen zubombardiert. Dann wird eben aus dem Segen schnell ein Fluch. Und am Ende ist das, was wir uns erhofft haben, nicht besser, sondern vielleicht sogar noch schlimmer. Warum besteht diese Gefahr? Weil, und das wollte ich Ihnen hier mal ein kleines Beispiel mitgeben, wenn wir schauen, hinter Teams steckt noch auch zudem ein Paradigmenwechsel von so einer Einzelansicht zu einer Gemeinschaftsansicht, ja? Oder klassisch vom Pull aus der E-Mail-Welt zum Push in der Teams, zum klassischen Push in der E-Mail-Welt zum Pull in der Teams-Welt. Was verbirgt sich dahinter? In der klassischen alten E-Mail-Welt war es klar, wenn man etwas möchte von jemandem, dann hat man eine E-Mail geschrieben. Wenn man möglichst viele angesprochen hat, hat man große Verteilerlisten aktiviert, viele noch den Chef auf CC und dann einfach raus damit. Ja? Und manche haben auch arbeiten natürlich auch nur, wenn sie überhaupt eine E-Mail bekommen. Das ist sozusagen ihr Instrument, wie sie ihre tägliche Arbeit oder ihre Prioritäten setzen. Damit in der klassischen alten Welt steuert E-Mail sozusagen unser Arbeitsleben. Ja? Was oben im Postfach ist, wird als erstes erledigt. Und natürlich läuft so über den Tag das Postfach voll. In der neuen Welt ist es nun nicht viel anders. Jetzt kommt hinzu, dass Informationen über Teams, über Kanäle verteilt werden, was eben hier zu tun ist. Und natürlich auch dann im Vergleich zu vorher, den Postfächern, laufen eben jetzt die Kanäle voll. Aber jetzt wird nicht mehr direkt gepusht, sprich, ich kriege die Aufgabe nicht mehr direkt zugewiesen. Und was hat das im Ergebnis zur Folge? Egal, je nachdem, ob alte oder neue Welt, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, welcher Arbeitstyp Sie sind, ob Sie eher ein Typ A sind, der sozusagen immer alles liest, der so eine
Clean Desk Policy auch in seinem Postfach haben will, also wo das Postfach sauber und leer ist am Abend, also dann erst kann er beruhigt nach Hause gehen oder seine Arbeit niederlegen, oder ob sie eher ein Typ B sind, dem es gelingt, alles ausblenden zu können und überall, wo er nicht direkt angesprochen ist, das lässt er einfach liegen und ignoriert er. In beiden Welten aber droht natürlich Folgendes. Dem einen natürlich, dass er noch mehr damit beschäftigt ist, Informationen zu verarbeiten und zu lesen. Also der klassische Information Overkill. Und für den Typ B, wenn ich natürlich den zum Handeln bewegen möchte, dass er aktiv was tut, dann muss ich parallele Welten betreiben, denn ich werde ihn weiter über die klassische E-Mail-Welt benachrichtigen müssen. Im Ergebnis aber wird damit ein produktiveres Arbeiten eher eine Illusion bleiben. Ist deswegen Microsoft Teams ein Selbstläufer? Die klare Antwort ist nein. Und selbst Microsoft sagt auch, Teams erfordert wirklich eine völlig neue Art zu arbeiten und ist eben verbunden mit Verhaltensänderungen bei allen Mitarbeitern. Egal, ob der Anwender, das Teammitglied, das Projektmitglied oder die Führungskräfte. Und wer glaubt eben, dass es wie WhatsApp ein Selbstläufer ist, wird große Enttäuschungen erleben. Produktiveres Arbeiten, egal ob mit oder ohne Teams, sind daher in erster Linie eine Frage des digitalen Mindsets und damit verbundener Verhaltensänderungen. Warum ist das so? Weil dahinter eben dieser Paradigmenwechsel steht und deswegen produktivere Arten zu arbeiten auch neue Fähigkeiten erfordern. Voraussetzungen für effektiveren Umgang mit den neuen Werkzeugen ist daher ein Verlernen unserer alten Angewohnheiten und ein Erlernen neuer Gewohnheiten und Denkweisen. Es gilt sozusagen, eine digitale Kompetenz, ein digitales Mindset zu entwickeln. Was meinen wir damit? Jetzt habe ich Ihnen hier unten ein paar Mal aufgeführt. Das geht vom Teamgeist, von der Bereitschaft, offen zu arbeiten, die Bereitschaft, transparent zu arbeiten, die aber wiederum auch eine vertrauensvolle Umgebung bedarf. Das Thema selbstbestimmtes Arbeiten, Freude am Austausch, an der Kommunikation zu haben, aber natürlich auch lernen, zu fokussieren, zu filtern, aktiv zu managen, wo will ich informiert sein und was will ich stummschalten. Und für die Teamarbeit, es braucht Disziplin und klare Spielregeln. In unserem konkreten Beispiel bedeutet das, Sie müssen lernen, Relevanzfilter zu nutzen, also sich zu fokussieren, worüber will ich wirklich benachrichtigt werden, in welchem Team habe ich wirklich einen aktiven Beitrag und wenn mein Beitrag endet, wo steige ich auch wieder aus, schließe ich auch ein Team, wenn eine Projektarbeit getan ist, macht es auch Sinn, das Team wieder zu schließen. Und damit aber auch, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir zusammenarbeiten, darüber müssen klare Vereinbarungen getroffen werden, sogenannte Spielregeln. Nur so kann wirklich ein produktiveres Arbeiten gelingen. Schauen wir uns nochmal auch zwei, die wir als besonders wichtig empfinden, Relevanzfilter, Teilen und Teilhaben, nochmal genauer im Detail an, was wir damit meinen. Da gibt es einmal, nehmen wir das Thema Relevanzfilter, an dem wir uns ja jetzt schon mal ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Was meinen wir damit? Es bedingt eben auf der einen Seite klare Verhaltensänderungen. Wir müssen aufhören, Dinge zu tun und anfangen, Dinge zu tun. Und das zu definieren für uns als Team, als Projektgruppe, als Abteilung, aber auch als Unternehmenorganisation, aus Unternehmenssicht. Wie wollen wir sozusagen mit Informationen umgehen? Also hören wir auf, alles zu lesen, was irgendwo in Teams steht, wo man Mitglied ist, was im Laufe des Tages passiert, jede Nachricht, jeden Kanal prüfen, jede E-Mail, und so, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr ungestört arbeiten will. Das müssen wir aufhören zu tun. Wir werden das nicht schaffen. Stattdessen müssen wir anfangen, unsere Benachrichtigungen, aber auch unsere Mitgliedschaften aktiv zu managen. Und wir stellen immer wieder fest, es ist wahnsinnig schwer für die Menschen,
ein Team zu verlassen, weil jeder natürlich sofort wieder Angst hat, etwas zu verpassen. Aber das ist genau diese innere Haltung. Wenn es wirklich wichtig ist, dann wird man schon wieder dazugezogen. Also auch wirklich austreten können aus Teams, wo man keinen Beitrag mehr hat, wo ein Projekt auch abgeschlossen ist, ein Team auch ganz zu schließen. Und aufhören natürlich, sich zu überlegen, welche Kanäle brauche ich wirklich, welche sind für meine Arbeit relevant. Also ausblenden und stummschalten, was an Prio verloren hat. Aber auch Reaktionszeiten und Leseverpflichtungen vereinbaren. Was ist wirklich wichtig, dass wir unsere gemeinsame Arbeit getan bekommen? Und wie verwendet man auch die direkte Ansprache mit Menschen? Was hat wirklich Priorität? Und was eben, was ist eine Zeitspanne, in der wir reagieren wollen? Und das andere Beispiel auch, was wir immer wieder, was ein wichtiges ist, was eben auch in das Thema Teamgeist geht, aber was eben auch wichtig für das Zusammenarbeiten ist, ist das Teilen und Teilhaben. Es geht ja auch so eine Verhaltensänderung vom Single Worker mehr zum Teamplayer. Also wirklich auch aufhören zu tun, zu denken, sich die eigene Leistung, Arbeitsleistung als Eigentum zu betrachten und auch damit in eigenen Speicherbereichen abzulegen, dort alles zu sammeln, sodass kein anderer es finden kann und damit kein anderer davon profitieren oder daran teilhaben kann. Dagegen eben gilt es anzufangen, sich wirklich als Teil eines Teams zu fühlen, einen Teamgeist zu entwickeln, transparent zu arbeiten, andere an der eigenen Leistung partizipieren zu lassen, davon profitieren zu lassen und teilhaben zu lassen, das Feedback von anderen auch wertzuschätzen und wirklich immer nur auch beispielsweise an einer Version des Dokuments zu arbeiten, dieser berühmte Single Point of Truth. Und das sind eben Vereinbarungsspielregeln, die getroffen werden müssen, um produktives Arbeiten zu ermöglichen. Wie gelingt das produktive Arbeiten? Womit starten? Kommen wir also zu unserer Kernfrage zurück. Es geht sozusagen erstmal darum, wirklich digitale Kompetenz und digitales Mindset aufzubauen und den inneren Wunsch zu entwickeln, neue Arbeitsweisen anzunehmen. Aber das kommt eben nicht einfach so, weil wir Menschen nun mal mit Veränderungen von Natur aus nicht so positiv oder nicht so positiv wahrnehmen. Erstmal stehen wir denen skeptisch bis abwartend, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber. Nicht jeder ist sozusagen der Early Adapter, der nur darauf wartet, dass etwas Neues kommt und er es nutzen kann. Die Masse, das Gros der Anwender ist eher abwartend und abhaltend. Und darum ist es eben wichtig, diese Menschen mitzunehmen auf der Reise zum neuen Arbeiten. Und dafür braucht es einen neuen, anderen Ansatz. Wie kann es gelingen? Womit gilt es anzufangen? Und da ist es eben ganz wichtig, den Fokus nicht auf ein Toolset, nicht auf die Technologie zu legen, sondern wirklich auf das Mindset und damit auch Schulungen für die Anwender zu entwickeln und zur Verfügung geben, die eben das Mindset in den Vordergrund stellen, die es ermöglichen, dass der Anwender sukzessiv eben digitale Kompetenz aufbauen kann. Und ein guter Weg, den wir Ihnen heute zeigen wollen, ist erstmal eben sogenannte Grundprinzipien zu verstehen, wie das Arbeiten mit Microsoft Teams funktioniert. Und im zweiten Schritt über sogenannte Standardarbeitsweisen und Vereinbarungen, Spielregeln auf breiter Basis diese neuen Arbeitsweisen zu etablieren. Wie gelingt es? Womit wollen wir starten? Und das ist jetzt unser Fokus heute hier, Ihnen eben einmal zeigen, wie mit welchen Grundprinzipien Sie relativ einfach und schnell digitale Kompetenz entwickeln können. Und dabei gilt es einfach mal zu verstehen, wie Teams aufgebaut ist, wie es funktioniert. Und da haben wir einfach mal diese Unterschiede, Sie kennen alle Ihren Teams-Bar mit den Applikationen dahinter.
Und wir sagen, es gibt einfach mal diese zwei Grundprinzipien. Einmal der ganze Bereich Kommunikation und einmal der ganze Bereich Zusammenarbeit und Koordination der Arbeit. Bei dem Thema Kommunikation geht es vor allen Dingen also um das Thema Gruppenchats, private Chats, aber natürlich auch um das Thema Online-Besprechungen, videobasiert oder audiobasiert. Groß ist die Möglichkeit von digitalen Live-Events ab 250 Teilnehmern oder natürlich auch der ganze Themenkomplex der Telefonie. Wir wollen Ihnen heute einmal an diesen beiden Themen, also Chats und Online-Meetings, zeigen, wie Sie dadurch digitale Kompetenz aufbauen können. Und dazu würde ich jetzt an meinen Kollegen, den Herrn Thieme, übergeben, der Ihnen hierzu mal ein paar Beispiele zeigt, live zeigt. Ja, super, vielen Dank. Dann komme ich gleich zur Sache. Ich habe hier einen Chat begonnen mit Barbara. Und bevor ich da einsteige, das Erste, was ich tue, ist, ich bin hier die Kira Mill, angemeldet an meinem schönen Sunny Office Tenant. Das Erste, was ich tue, ist für mich selbst festlegen, welchen Status ich habe. Das kennt der eine oder andere vielleicht von Skype for Business oder Skype im privaten Umfeld und anderen Präsenztools. Was hinzukommt, ist, was ich ganz gut finde in Teams, ist diese Statusmeldung, die ich geben kann. Das heißt, wann immer ich dann diesen Status setze, dann kann ich den auch begrenzen zeitlich und kann hier auch festlegen, ob Personen den sehen, sobald ich versuche, diese Personen anzuchatten. Das ist das eine, was ich tue. Es ersetzt quasi so ein bisschen auch die Outlook-Abwesenheitsmeldung, die hier auch integriert ist. Also wenn Sie in Outlook was setzen, erscheint es dann hier auch als Statusmeldung. Es ist also integriert miteinander. Und das Nächste, was ich tue, ist mir grundsätzlich mal auf jedem Gerät, was ich benutze, jetzt habe ich hier einen Laptop, festlegen, wie ich umgehen möchte mit Benachrichtigungen. Und da sieht man schon an der Vielfalt der Optionen, die man hier hat, wie viel ich da einstellen kann und aus wie vielen Kanälen und wie vielen Ecken in Teams ich benachrichtigt werden kann per Banner oder E-Mail oder beides oder per Feed. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, das sollte jeder für sich auf jedem Gerät, auf dem Handy oder auf dem Tablet, auf dem Laptop, PC entsprechend einstellen, so wie das benötigt wird. Ich sehe jetzt hier, der Bruce Lee ist, dessen Präsenz ist auf nicht stören und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich auch schon, dass er was geschrieben hat, bitte nicht stören heute, in dringenden Fällen The Rock ansprechen, danke für die Beachtung. Und auch wenn ich ihn anschreibe, irgendwo in Teams erscheint diese Nachricht. Und ich sehe, dass Dwayne Johnson hier zur Verfügung steht. Barbara, bist du schon im Chat? Ja. Wunderbar. Dann hat er das noch nicht aktualisiert. Es erscheint noch als abwesend. Kannst du da mal kurz eine Antwort schreiben, bitte? Ja. Auch auf grün umspringen, schätze ich. So. Ja. Da schreibt sie was, wunderbar. Antworte ich mal. Wir brauchen hier noch die Meinung von The Rock, denke ich, weil der hat halt Erfahrung im Wrestling und hier geht es ein bisschen drum. Das heißt, wir können diesen 1:1-Chat hier jederzeit erweitern. Was man hier noch sieht, sind, wir können Dateien austauschen. Ich kann hier sofort eine Datei hochladen. Das mache ich auch mal, indem ich hier einfach die Klammer nehme und das hier hochlade. Und da geht das hier. Und dann kann ich das hier sofort in dem Chat teilen. Und ich habe hier auch noch Notizen dazu gegeben, eine Notizseite, wo wir das gemeinsam Besprochene dann festhalten können. Und ich kann auch noch weitere Dinge einbinden, hier einzelne Dateien, Videos etc. Also ich habe hier mannigfaltige Möglichkeiten, um diesen Chat zu nutzen. Und jetzt fällt mir ein, naja, ich brauche eigentlich den Dwayne Johnson noch dazu. Dann mache ich doch aus dem 1:1-Chat einfach einen Gruppenchat und füge hier den
Dwayne hinzu. Und schon habe ich den Gruppenchat. Ich hätte auch quasi die Dateien und das Ganze mit einschließen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Sage, hey, Dwayne, kannst du uns mal helfen? Genau. Und Dwayne könnte dann antworten, natürlich, und sagen, so mache ich. Und da mal wieder zurückzugehen. Und dann antwortet Dwayne. Jetzt, wenn ich der Meinung bin, boah, es wäre schon toll, wenn ich die beiden sehen könnte, dann kann ich hier auch einfach Videoanruf dazuschalten oder einen Anruf tätigen. Das ist jederzeit möglich. Und wenn ich meine, dieser Gruppenchat ist etwas, was länger bestehen bleibt, dann kann ich natürlich auch dem Ganzen einen Namen geben. Ja, und dann hat dieser Gruppenchat einen Namen oder entsprechenden und ich kann das besser identifizieren in den ganzen Chats, die ich hier habe an der Stelle. Was auch wichtig ist, wenn ich in einem Chat bin innerhalb eines Teams, zum Beispiel hier an der Stelle in einem Team Fundamental, wenn ich die Aufmerksamkeit haben möchte einer Person, dann habe ich die Möglichkeit, die Person zu erwähnen in diesem Chat und hier auszuwählen und dann eben die Aufmerksamkeit zu bekommen. Durch dieses Erwähnen bekommt derjenige auf jeden Fall eine Nachricht, ein Pop-up an seinem Endgerät oder auch eine E-Mail oder beides, je nachdem, was eingestellt ist. Also ich habe dann damit die Aufmerksamkeit. Wichtig ist hier, dass eben hier nicht dieses Erwähnen-Feature dauernd benutzt wird. Es gibt ja auch die Menschen, die im E-Mail immer dauernd jede E-Mail mit hoher Dringlichkeit schicken, mit diesem roten Ausrufezeichen. Es hat denselben Effekt, dass dann der Empfänger irgendwann aufhört, das zu beachten, weil wenn es immer kommt, ist es ja nichts Besonderes mehr. Und deswegen sollte man damit nur dann umgehen, wenn ich wirklich die Aufmerksamkeit brauche. Ansonsten als Bestätigung schreibe ich keine E-Mail wie früher oder schicke eine Lesebestätigung, sondern sage einfach, wie die Barbara das hier gerade macht, ne? Schick einfach einen Daumen hoch, dann weiß derjenige, ah ja, habe ich wohl gelesen, ja, sozusagen. Ne? Und Barbara hat das hier ja gemacht. Ich weiß gar nicht, wo hast du das gemacht? Da hast du es gemacht. Ne? An der Datei hast du es gemacht. Wunderbar, und hast mir sogar ein Herz gegeben auch. Auch das ist möglich, also ein bisschen, um die Kommunikation in eine schönere Art und Weise zu tun oder in freundlicher Art und Weise, kann ich hier diese Themen nutzen. Also es braucht nicht immer gleich ein Team, es braucht auch nicht immer gleich einen Kanal. Ich kann vieles über einen 1-zu-1-Chat oder einen Gruppenchat tun. Nur sollte ich überlegen, wann brauche ich das eine oder das andere. So, Sie sehen wieder meine Slides. Einfach nochmal zusammengefasst. Das sind sozusagen für den Chat die digitalen Kompetenz, wichtige digitale Kompetenzeigenschaften. Sich wirklich einfach zu überlegen, dass ich mit dem nachhaltigen Chat viel besser kommunizieren kann, viel kontextsituativer, also immer auf wirkliches Thema bezogen, einen direkten Austausch habe in 1-zu-1, aber auch mit mehreren Personen, immer auch die gesamte Historie verfolgen kann und hier keine E-Mail-Threads durch die Gegend schicke, sondern einfach Chat nutze, wann immer es möglich geht. Dass es aber natürlich auch wichtig ist, seine Präsenz zu pflegen, weil es eben auch eine Kulturfrage ist, jemanden nicht anzuchatten, wenn er eben auf sein Zeichen auf nicht stören gesetzt hat. Und aber auch nicht einfach querbeet zu chatten, sondern auch Chats natürlich immer im Kontext zu erstellen. Sprich, habe ich ein neues Thema, dann fange ich auch mit einer Betreffszeile an und bleibe in diesem Kontext mit meinen Nachrichten oder mit meinen Mitteilungen. Video nutzen, wann immer es geht, weil Video einfach, wenn wir uns sehen, haben wir einfach einen viel effektiveren, besseren Austausch, weil es einfach das anreichert, die Kommunikation.
wie der Alex schon gesprochen hat, nicht immer alles auf Dringlichkeit setzen, weil dann verliert es seine Wirkung. Und mit dem eben, mit dem Klammeraffen, mit dem Menschen, kann ich aber durchaus ganz, wenn ich bewusst damit umgehe, kann ich ganze Teams, Kollegen, ganze Kanäle direkt auch ansprechen, wenn es wirklich was Wichtiges ist und ich eben eine kurze, innerhalb einer bestimmten Zeit auch eine Reaktion brauche. Teilen und Teilhaben, das haben wir Ihnen gerade gezeigt, wenn mir mein Kollege eben sein Dokument zur Verfügung stellt, auch hier zu reagieren, einfach mal über nettes Herzchen, wenn er einen super Beitrag geleistet hat, schätzt jeder von uns gern. Fokus setzen, und da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf, das ist etwas, was ganz wichtig ist, das haben wir noch ein bisschen jetzt gerade vernachlässigt. Wie kann ich in den Benachrichtigungen, wie kann ich das gezielt steuern? Das läuft unter Einstellungen, werden wir, würde ich sagen, gleich noch mal, Alex, hier vielleicht noch mal eine kleine Runde drehen. Ja, insofern würde ich hier gerne noch mal kurz an dich zurückgeben. Genau, alles, was wir in Teams tun, wird ganz oben hier bei der Glocke und im Aktivitäten-Feed gesammelt. Und da kann ich auch in die Einstellungen springen und kann mir hier entsprechend die Einstellungen vornehmen für Erwähnungen. Zum Beispiel kann eben einstellen, ob ein Banner eben auftaucht und ich eine E-Mail bekomme oder nur der Banner auftaucht am entsprechenden Gerät oder ob es nur im Feed angezeigt wird. Wenn es nur im Feed angezeigt wird, und das kann ich eben für alles tun, dann wird es nur hier an der Stelle angezeigt. Ich kriege keinen Banner, ich kriege keine E-Mail, was natürlich bedeutet, ich muss aktiv auf diesen Feed schauen. Ansonsten hat man immer die Möglichkeit, den Feed entsprechend komplett zu sehen oder nur seine eigenen Aktivitäten zu sehen. Und ich habe, wenn der groß wird und viel wird, dann kann ich natürlich auch hier filtern und habe verschiedene Optionen eben mit den entsprechenden Funktionen, die es in Teams gibt, danach zu filtern oder eben entsprechend hier den Feed zu durchsuchen. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe und die nutze ich auch selber aktiv, weil ich sonst in meinen produktiven Umgebungen so viele Feeds habe und so viele Aktivitäten, dass ich nicht mehr nachkommen würde, das alles zu lesen. Ich muss filtern, ich muss suchen, ich muss selber schauen, wie ich mir das einstelle. Und das ist für jeden sicherlich individuell. Das nächste fundamentale Element ist zum Beispiel der Punkt Kalender hier an der Stelle. Ich habe die Möglichkeit, jederzeit hier Besprechungen zu planen. Entweder in Teams oder ich habe hier auch Outlook offen, um da mal hinzugehen und kann natürlich hier auch eine neue Teams-Sprechung planen. Ein Tipp, entscheiden Sie sich, wo Sie beginnen mit der Planung. Wenn Sie in Outlook planen, dann bleiben Sie auch in Outlook, verwalten Sie den Termin auch in Outlook, verwalten Sie Absagen, Zusagen, Veränderungen an dem Termin in Outlook. Wenn Sie das in Teams machen, um da wieder zurückzugehen, dann bleiben Sie bitte in Teams, also legen Sie den dort an, verwalten Sie den dort und der ganze Lebenszyklus des Termins sollte in Teams dann verwaltet werden. Ich habe drei Möglichkeiten, eine Besprechung einzuberufen, entweder sofort, ad hoc, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich ja schon in einer bin, oder ich kann die Besprechung planen und die dritte Möglichkeit ist, für zum Beispiel die Videoansprache des CEOs der Firma an 5000 Menschen, dafür ist dieses Live-Ereignis gedacht oder eben ab Gruppen, die größer sind als 250 Teilnehmer. Ich plane jetzt hier einfach mal eine Besprechung. Nehme einen Betreff, lade ein paar Leute ein. Das ist nichts Neues, das kennen Sie alle. Habe auch meine optionalen Leute, die ich einladen kann. Ich sage mal, das dauert ein bisschen länger, eine Stunde 30. Was hier anders ist als in Outlook ist, ich kann hier einen Kanal dazu einladen. Was passiert dann? Ich lade hier mal den Fundamentals Allgemeinen Kanal ein. Alles, was Sie produzieren an Informationen, Dateien, Chats etc., wird dann in dem allgemeinen Kanal dieses Teams Fundamentals abgespeichert. Das heißt, dieses Thema, wo finde ich das, was nach der Besprechung oder in der Besprechung entstanden ist an Aufgaben, an Dateien, an Informationen, das ist ja oft eine Frage,
einmal an der Besprechung selber in Teams und wenn ich einen Kanal hinzufüge, entsprechend in dem Kanal. Und kann das Ganze dann einfach senden. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Das Gleiche, ich gehe nochmal in Outlook rein, das Gleiche kann ich auch machen. Und was auch nett ist, wenn Sie dem Team ein Symbol mitgeben, dann haben Sie in Ihrem Outlook-Kalender auch das Symbol. Das lässt es einfach leichter erkennen. Auch hier kann ich eine Teams-Besprechung einberufen. Sozusagen, ich mache das mal für morgen und nenne die mal Fundamentals 2. Auch hier kommt der Dwayne wieder dazu und der Bruce Lee kommt dazu. Und genau, ich kann jetzt hier noch Besprechungsnotizen dazu heften oder andere Dinge. Ich habe jetzt nicht, sind das einfach mal. Und dann habe ich jetzt hier die zweite Besprechung. Wieder zurück zu Teams. Oh Gott, da ist es. Genau, ich kann weitere Vorbereitungen treffen in einem Meeting. Ich kann hier durchaus auch schon Dateien bereitstellen. Mache ich jetzt mal immer wieder diese Datei. Ups, einmal zu viel geklickt. Was Alex jetzt hier oder zeigt, ist eben, dass man wirklich den gesamten Lebenszyklus eines Meetings managen kann, von der Vorbereitung bis zur Durchführung, also auch Aufzeichnungen bis eben zur Nachbereitung, Protokolle, Aufgaben, Notizen. Alles kann zentral an einem Ort gehalten werden, sodass ich wirklich hier immer alles finde, was mit dem Meeting in Verbindung steht. Ja, und ich habe noch mehr Möglichkeiten, die ich jetzt nicht alle zeige. Ich kann hier noch eine Umfrage dran kleben. Ich kann hier ein Power BI Report dran kleben, ein YouTube-Video, ein Stream-Video. Ich habe und kann das noch viel, viel mehr erweitern und kann so die Güte oder den Inhalt eines Meetings weit über das hinaus vorbereiten und auch anbieten, als, wie wir das bisher vielleicht gewohnt sind. Und da ist wieder der Punkt auch, okay, da ist schon ein Umdenken notwendig, wie ich heute Meetings mache und wie ich vielleicht in Zukunft Meetings mache an der Stelle. Genau. Das Was wir gleich jetzt nochmal, denke ich, zusammenfassen sollten, weil ich glaube, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, ja. Alex. Ja? Ach, das übernimmt das, fasst das zusammen. Was sind sozusagen wichtige digitale Kompetenzen für ein erfolgreiches Online-Meeting? Erstmal beim Aufsetzen des Meetings ist es egal, ob Sie eben das aus Outlook tun oder direkt aus Teams heraus, ob Sie es einmalig planen, regelmäßig oder ob Sie es ad hoc machen. Das ist eher einfach Ihre Wahlmöglichkeit. Anders sieht es schon aus beim Thema Kamera einschalten. Die Kamera ist super wichtig, wenn wir einfach uns besser erleben wollen, wenn wir mehr Interaktion in die Meetings bringen, wenn wir einfach auch die Aufmerksamkeit der Teilnehmer beim Meeting halten. Ohne Kamera ist die Versuchung sehr groß, dass jeder etwas anderes tut, parallel noch dies oder jenes. Mit Kamera sind wir einfach wirklich mehr im Meeting präsent. Auch sehr wichtig für das Ankommen in einem Meeting ist immer ein kurzer Check-in. Wie geht's? Was beschäftigt einen gerade? Einfach ein persönliches Statement hilft auch, um einfach die Meetingkultur zu verbessern. Und dann geht es um das ganze große Thema Interaktion, also wirklich die Aufmerksamkeit der Teilnehmer beim Meeting behalten. Das gilt natürlich genauso hier in Verbindung bei unserem Webinar. Also welche Instrumente habe ich, um sie zur Interaktion zu bekommen? Das ist klassisch dieser Chat, den wir Ihnen ja schon mal gezeigt haben, wo man Fragen, wo man Dinge diskutieren kann. Aber dazu gibt es auch solche Umfragen, wie wir Ihnen gezeigt haben mit Forms oder auch ein Whiteboard für Brainstorming zu nutzen, für den Austausch. Und schon haben Sie einfach wirklich alle verbindlich im Meeting. Dann natürlich wichtig auch, weil wir unterschiedliche Gesprächsgeschwindigkeiten haben, Pausen immer wieder machen, allen auch die Möglichkeit und den Raum geben, präsent zu sein, daran teilzuhaben. Ein gutes Zeichen, wir haben es ja heute einmal schon hier erlebt, ist auch dieses Symbol des Handhebens.
weil es oft für den, der vielleicht moderiert oder der gerade präsentiert, nicht immer so leicht ist, die einzelnen Reaktionen zu sehen. Aber auch hier gibt es jetzt Neuigkeiten bei Teams. Jetzt ist es möglich, in Zukunft parallel zur Präsentation auch die Videos gleichzeitig zu sehen, vorausgesetzt aber wiederum auch, man arbeitet hier wirklich mit zwei Bildschirmen. Also da ist so auch wieder die Technik, die mitspielt, aber ist eben auch dann effektiv anzuwenden. Ganz klar, Multitasking vermeiden, wir können es nicht, also wirklich im Meeting ankommen, im Meeting sein, genauso im Online-Meeting, wie man es auch im analogen Meeting tun sollte, nicht parallel E-Mails bearbeiten oder ins Handy schauen, sondern wirklich da sein. Und deswegen hilft es auch bei den Online-Meetings, auch wenn wir es jetzt bei einem Webinar nicht so praktizieren, die Stummschaltung aufzuheben, weil dadurch auch viel mehr spontaner Austausch möglich ist. Und oft eben, wenn man stumm geschaltet ist, eben eine spontane Wortmeldung dann nicht stattfindet und dann verloren geht. Eine nette Art natürlich auch, sich mehr präsent zu sein und sich ein bisschen auch ein Spiel draus zu machen, ist den Hintergrund zu variieren. Da gibt es mittlerweile ja ganze Wettbewerbe, wer hat den schönsten Hintergrund, auch ein beliebter Einstieg in ein Meeting, schafft gleich mal ein gemeinsames Verständnis und Raum und Ankommen. Und ganz wichtig eben, genau das, was wir schon mal jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt haben, wirklich alles, was zum Meeting gehört, an einem zentralen, an diesem Meeting auch dran knüpfen und dort verwalten. Also den Lebenszyklus des Meetings, alles, was dazu gehört, an einem Ort bündeln. Und natürlich für mobiles Arbeiten, Teams mobil, die mobile App herunterladen, weil man kann hervorragend eben auch von unterwegs mit Video, mit seinem Smartphone an allen Online-Meetings teilnehmen und auch aktiv partizipieren. Das sind so mal ein paar Hacks für oder digitale Hacks für eben für Online-Meetings. Kommen wir zum letzten Bereich, worauf wir uns heute den wir uns heute nochmal anschauen wollen, ist der Bereich eben der Zusammenarbeit. Und die Basis der Zusammenarbeit legen wir mit dem Anlegen der Arbeitsräume, des virtuellen Arbeitsraums. Und deswegen mögen wir den Begriff Teams nicht so ganz so gern, weil es wirklich, wenn man sagt, es ist der Ort, an dem kommen wir als Team zusammen oder als Projektgruppe. Hier teilen wir alles, hier verwalten wir alles, hier koordinieren wir uns. Und drum ist es auch so wichtig, hier ein paar Regeln zu beachten. Und da gibt es sozusagen so ein paar No-Gos und ein paar Go-Dos. Und ein No-Go ist auf jeden Fall zu denken, alles, was sich jetzt mir einfällt, sofort ein Team anzulegen oder Teams und Kanäle einfach, wie Folders in der alten Welt anzulegen. Also wir sind ein Marketing-Team, wir brauchen ein Marketing-Team oder Arbeitsraum. Wir sind die Region X, wir brauchen einen Region X-Arbeitsraum. Und natürlich auch ständig alle hier mit den Menschen, wie wir schon angesprochen haben, zu viel umzugehen, weil dann haben wir das genau das Gleiche wie in den berühmten Verteilerlisten, schon wieder laufen die E-Mails und Kanäle voll mit den Benachrichtigungen. Deswegen ganz, ganz wichtig, ja, und das ist eigentlich so der Schwerpunkt, es ist viel cooler, sich vorher zu überlegen, warum und wozu brauche ich einen Arbeitsraum. Wir sagen Ihnen jetzt natürlich, was wir als Infowarn denken. Wir denken ja, jeder sollte das tun können, weil es einfach eines der Grundprinzipien natürlich des neuen Arbeitens ist, sich selbst zu strukturieren, selbst zu bestimmen, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Das ist ja auch einer der ganz großen Vorteile. Aber, jetzt kommt das große Aber, es auch eben diese digitale Kompetenz zu entwickeln, dass es viel cooler ist, sich vorher zu überlegen, wozu und warum brauche ich einen virtuellen Arbeitsraum. Und dafür gibt es zum Beispiel solche Checklisten, die man dann auch durchaus damit in Verbindung bringen kann und sich genau zu überlegen, also wer darf es tun? Warum braucht es den Arbeitsraum? Was ist das Problem? Was ist das Thema? Kann man das alternativ nicht, wie der Alex gesagt hat, über einen Gruppenchat abbilden? Und dann natürlich, was ist die Dauer und die Mittel- oder Langfristigkeit? Ist es privat oder öffentlich? Welche Namenskonventionen sollten beachtet werden? Wen brauchen wir? Wer ist Mitglied? Wer darf auch Besitzer sein? Wer darf was? Welche Rechte haben die einzelnen Mitglieder? Wer darf beitreten, auch externe? Und wie schränke ich deren Berechtigungen ein?
Was sind denn die Themen des Teams und braucht es wirklich für alle seinen eigenen Kanal oder ist manches besser in den Registerkarten aufgehoben? Und das ist ganz, ganz besonders wichtig zu definieren von Beginn an in diesem Arbeitsraum, was sind unsere Spielregeln, was sind unsere Prinzipien? Also wie sind unsere Reaktionszeiten, wie wollen wir teilen und teilhaben, um ein paar Beispiele zu nennen. Und dann kann man sich natürlich in der nächsten Stufe, kann der Arbeitsraum an die Bedürfnisse angepasst werden, das sogenannte Customization, weitere Apps hinzugefügt werden und aber eben immer schon von Beginn an, wie lange brauchen wir den Arbeitsraum, wann kann der Arbeitsraum wieder geschlossen werden. So eine Liste, das ist jetzt mal eine erste Idee, auch aus unseren Erfahrungen. Das können Sie natürlich auch mit Ihren Bedürfnissen beliebig erweitern oder eben zusammenfassen. Uns ist nochmal wichtig zu sagen, Ihnen mitzugeben, nicht Teams einschränken, aber bewusst eine koordinierende Hand drüber legen. Vielleicht, Alex, magst du das nochmal ganz kurz? Wir haben leider keine Zeit mehr, das zu zeigen. Eine Minute, gib mir 30 Sekunden. Ja, ich gebe dir noch. Ja? Zeig das nochmal bitte kurz. Ja. Genau, 30 Sekunden. 10, 9, 8. So, ich habe hier ein Team angelegt und habe mir hier schon Gedanken gemacht, wie der Kanal heißen soll und habe hier auch was festgelegt, zum Beispiel Kanalregeln. Dazu verwenden wir das Wiki, was standardmäßig angelegt werden, benennen das um, geben dem noch ein schönes Symbol. Und so kann ich in jeden Kanal reinschreiben, zu welchen Regeln, welche Regeln gelten hier in Richtung Kommunikation und Zusammenarbeit und auch die Kanäle an sich und die Registerkarten, welche ich hier noch einbinden kann. Auch dazu wird es dann in den Kanalregeln dann entsprechend Informationen geben. Und das ist das, was wir meinen. Natürlich können Sie das Ganze in Ihr Governance-Tool Ihrer Wahl oder in Ihre automatisierte Anlage von Teams mit einbauen. Da gibt es diverse Lösungen, die Ihnen helfen, im Prinzip diese Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben, dort zu platzieren und dann automatisch Teams anzulegen, ja, mit einer Funktion, die aus diesen Tools dann oder aus Ihren eigenen dann kommt. Ja, das war's schon. Ja, danke dir. Die Zeit ist leider jetzt sehr schnell vergangen und wir haben nur noch wenig Zeit für Ihre Fragen, die wir aber natürlich gerne auch noch im Nachgang oder Marie vielleicht jetzt noch ein bisschen ergänzend, wer noch Zeit hat, die wir Ihnen hier gerne noch zur Verfügung stehen.